Ich grüße euch, Geschwister, im Namen von Yeshua und sage auch dem Herrn Danke, dass er mir diesen Tag schenkt, diese Möglichkeit schenkt, mit euch zu sprechen. Ich bin der Bruder Jordan und möchte euch gerne ein kleines Zeugnis von mir geben, wie der Herr mich berührt hat, beziehungsweise wie der Herr mich zu sich geholt hat. Ich bin 26 Jahre alt und möchte einfach viele Menschen, vor allem auch die Jugend, dahingehend ermutigen und euch wirklich sagen, dass es möglich ist, den Weg des Herrn zu gehen. Egal, was passiert ist oder egal, wo ihr gerade steht. Ich fange einfach mal mit meinem Zeugnis an. Also, ich bin ja relativ jung, also 26 Jahre ist halt nicht wirklich alt. Das ist, zu meinem eigenen Überraschen ganz, ganz abrupt dazu gekommen. Also es hatte ich nicht angedeutet, dass ich irgendwann mal so den Weg gehe, weil ich mir selber immer gesagt habe, dass erst wenn ich älter werde, erst wenn ich Familie, Frau, Kind habe, dann erst wird es dazu kommen, dass ich dem Herrn diene, weil das immer für mich so einherging. Man hat Familie, man hat Kinder, man hat Frau. Und dadurch wird man dann auch automatisch erwachsener und fängt an, die Dinge des Herrn einfach ernster zu nehmen. Aber der Herr hat mir gezeigt, dass dies eine Garantie ist, die nur er geben kann, beziehungsweise das war in dem Fall eine Garantie, die ich mir selber gegeben habe und hat mich eines Besseren belehrt, deutlich eines Besseren belehrt. Und dafür bin ich Ihnen aber auch sehr dankbar. Ich bin, so wie jeder Jugendliche eigentlich, so seinen Weg gegangen. Es gab Dinge, die ich getan habe, Dinge, die ich auch nicht gemacht habe. Aber habe mich selber immer als Christ gesehen, wie viele Afrikaner, würde ich jetzt mal sagen, oder auch viele, viele Menschen generell sind viele aufgewachsen mit dem Glauben, dass es einen Herrn gibt, dass es einen Gott gibt, einen Elohim gibt, dass Yeshua lebendig ist, Jesus Christus lebendig ist. Aber es war immer nur reine Lippenbekenntnisse und mit dem eigenen Leben hat man davon nie Zeugnis gegeben. Und genau so war es auch bei mir gewesen. Ich habe mir Dinge erlaubt zu tun, einfach nur, weil ich in die Kirche gegangen bin. Als Kind schon ist man sehr, sehr früh in diese Schiene hineingebracht worden, dass man in die Kirche gehen muss, dass dort das Haus des Herrn ist, dass man durch den Kirchengang vom Herrn akzeptiert wird, weil das das Wichtigste ist. Und dabei wurde einem, ich würde jetzt nicht sagen vorenthalten, aber es wurde aber auch nicht vollkommen eine Aufklärung betrieben, vielleicht einfach auch, weil man es nicht besser weiß. Oder auch, weil man aus Unwissenheit, das können natürlich viele Faktoren eine Rolle spielen, aber es wurde einen einfach nie gelehrt, dass der Glaube weit über den Kirchengang hinausgeht. Und zwar sehr weit darüber hinausgeht. Wie gesagt, ich bin halt in die Gemeinde gegangen und habe aber nie so den irgendwelche Verantwortung übernommen. Heißt, irgendwie, ich war jetzt nicht irgendwie im Kirchenchor oder irgendwas auch immer, sondern ich war einfach nur einer, der in die Kirche gegangen ist. Irgendwann dann ist man von der afrikanischen Kirche in eine deutsche Kirche gegangen und war dort eigentlich auch relativ zufrieden, wie man das Ganze angegangen ist. Hat natürlich auch nicht großartig über die Dinge nachgedacht. Und irgendwann mit dem Alter hat man aber angefangen, auch die Kirche zu vernachlässigen, beziehungsweise ist dann auch nicht mehr in die Kirche gegangen. Ich habe aktiv Fußball gespielt und sonntags waren immer die Spiele bei uns und dementsprechend hatte ich auch immer eine gute Ausrede gehabt, um nicht in die Kirche zu gehen, weil ich auch dann nicht so die Lust hatte, dann morgens aufzuwachen und all das. Das spielt alles immer mit einer Rolle. Bin ich halt immer zum Fußball gegangen und hat halt immer so das Argument quasi gebracht. Bin ab und zu mal ganz selten dann halt auch mal zur Kirche gegangen mit 18, 19, ja, ungefähr 20 auch, 21, da fing das halt wirklich an, dass man nicht mehr wirklich in die Kirche gegangen ist. Und
damit wir einen kleinen Sprung machen, mit 23 ungefähr, ist es dann dazu gekommen, dass ich dann in meinem Zimmer saß. Und ich kann mich selber nicht mehr ganz daran erinnern, was ich genau gemacht habe, aber ich erinnere mich, dass ich in meinem Zimmer saß. Ich saß hier, ganz in Ruhe, ohne irgendeinen Kontext, irgendeinen Glaubenskontext, und habe einfach über mein Leben nachgedacht. Was ich tue, wie ich mein Leben lebe, im Prinzip so eine kleine Bilanz ziehen. Und ich betone das die ganze Zeit so, dass es ohne Kontext gewesen ist, weil das einfach zeigt, wie allmächtig und wie abrupt der Herr einfach die Dinge ändern kann. Der Herr hat alle Macht dieser Welt. Ich glaube, das ist jedem, der nach dem Herrn wandelt, bewusst. Aber wie schnell sowas gehen kann, das hatte ich in dem Moment für mich gezeigt gehabt. Denn ich saß einfach hier und habe über die Dinge nachgedacht, über mein Leben nachgedacht und kam dann zu dem Entschluss, und zwar zum ersten Mal in meinem Leben, kam ich zu dem Entschluss, dass die Frage vom Herrn zu mir gekommen ist: Bist du ein Christ? Und dann habe ich diese Bilanz gezogen, dass ich gesagt habe: Nein, bist du nicht. Wenn ich betrachte, was ich alles mache, dann bin ich kein Christ. Ich habe es nie so gemacht. Ich meine, ich habe die Bibel nicht wirklich gelesen gehabt. Ich kannte die Bibel kaum, bis gar nicht. Aber irgendwie wusste ich, dass das von der Bibel und das, was ich tue, nicht im Einklang ist. Und das war das erste Mal. Davor war es halt immer nur so gewesen, dass ich immer ab und zu vielleicht mal so mir gedacht habe, ja, aber ich kann mit der Masturbation nicht aufhören, weil es ist einfach zu hart und der Herr wird es schon verstehen. Und ich weiß, dass es ja nicht ganz richtig ist, aber ich meine, ich rauche ja nicht. Deswegen ist es dann wieder so ein bisschen im Einklang. Aber wir wissen, dass es nicht so funktioniert, sondern dass das Ganze viel Disziplin mit sich bringt. Aber das sind die Dinge, die mir noch nicht bewusst waren. Ich habe immer das eine mit dem anderen abgewogen, dass ich mir gesagt habe, ja, ich rauche ja nicht und deswegen bin ich okay. Klar, bin ich in der Pornografie oder masturbiere ich, aber das eine lässt das andere wieder in einem Einklang bringen. Und so habe ich das immer gehandhabt. Habe immer das eine oder andere vermieden und das eine oder andere aber getan, weil ich einfach nicht anders konnte. So nach meinem eigenen Gefühl, ich konnte nun mal nicht anders. Aber es hat sich dann gezeigt gehabt, du bist kein richtiger Christ. Ja, letztendlich, nachdem dann diese Bilanz gezogen worden ist, dass man offen und ehrlich gesagt hat, wie es ist, dann fing der Prozess dann auf einmal an. Dann ist ein Ball ins Rollen gekommen, der dann nicht mehr aufhörte zu rollen. Ich fing dann an, relativ schnell, als ich mir gesagt habe, nee, du musst wieder mehr Priorität auf die Kirche setzen. Du musst mehr zur Kirche gehen, weil ne, das ist halt der Glaube, in die Kirche zu gehen. Das musst du halt machen. Und habe es dann versucht, auch direkt umzusetzen. Bin dann noch in die Kirche gegangen, vor den Fußballspielen in die Kirche gegangen, weil es zeitlich eigentlich gepasst hätte. Ist halt immer ein bisschen knapp geworden, aber es hat eigentlich an sich gepasst. Habe ich dann aber auch gemacht, dass ich einfach in die Kirche gegangen bin, habe dann mein Ding dort gemacht und war auch zufrieden, so wie es ist. Und dann irgendwann mit der Zeit kam es dann so, dass ich muss noch einen Sprung zurück machen. Es ist nämlich einmal dazu gekommen, dass mein Cousin zu uns nach Hause gekommen ist und er hat dann mit uns gesprochen gehabt über den Herrn, weil er hat sich halt Jahre vor mir bekehrt gehabt und wir haben das immer nur mitbekommen, er hat sich bekehrt, aber wir haben es nicht so viel mitbekommen, weil wir zu dem Zeitpunkt halt, hatte ich mit ihm auch nicht viel zu tun gehabt. Und dann kam der halt hierhin, hat mit uns gesprochen gehabt und hat uns, und haben wir viele Fragen gestellt und er hat uns halt Dinge ehrlich und offen, wie es ist, beantwortet, so wie der Herr es auch möchte. Und ja, irgendwann dann so, als ich dann mich dann bekehrt hatte, wenn wir wieder einen Sprung nach vorne machen, als ich mich bekehrt hatte,
dann habe ich mir dann auch ihn so ein bisschen vor Augen geführt und habe mir gedacht gehabt, wenn ich mir angucke, wie er heute geworden ist. Ich wusste nicht, wie gesagt, ich hatte nicht viel Kontakt mit ihm, aber ich wusste aber, dass er viele Dinge getan hatte. Viele Dinge getan hatte, wo man sagen würde, ja, der Typ ist verloren. Aber er hat die Kurve bekommen. Und wenn so einer, er, es schafft, diese Kurve zu bekommen, dann muss es einen Elohim geben. Und dann wirkt er auch. Weil das war immer so mein Ding gewesen, dass ich mir gedacht habe, ja, aber irgendwie sehe ich nicht so richtig, dass er irgendwas macht. Klar, man sieht so Wunder und Menschen erzählen irgendwas, aber am eigenen Leibe hat man das nicht so richtig erlebt gehabt. Ich meine, in dem Fall habe ich das auch nicht am eigenen Leibe erlebt, aber es war jemand da, wo ich wusste, wie er vorher war und gesehen habe, wie er auf einmal jetzt ist. Ja, wie gesagt, ich bin in die Gemeinde gegangen, habe die Dinge so getan, habe versucht, nach dem Glauben zu leben, habe dann auch versucht, regelmäßig die, es hieß immer Kollekte, also das, wenn man, ja, wir haben es immer Kollekte genannt, habe es immer gegeben, habe dann auch angefangen, den Zehnten zu geben, weil mir dann gesagt worden ist, ja, es ist wichtig, dass man den Zehnten gibt. Und den Zehnten gegeben habe ich, soweit ich mich erinnere, nur einmal, habe ich den Zehnten gegeben gehabt in der Gemeinde, in der ich gegangen bin. Und ja, habe mich dann auch im Reinen gefühlt, ich fühlte mich dann gut einfach, dass ich das Ganze so angehe und dachte mir, okay, du bist auf dem richtigen Weg, du machst das gut so. Hat aber nicht lange gedauert. Dann hatte ich dann Geburtstag. Meine Familie hat mir eine Überraschungsgeburtstagsfeier gemacht oder geplant gehabt für mich. Und an dem Geburtstag war auch mein Cousin da. Wir haben an meinem Geburtstag, das war schon zu dem Zeitpunkt, da war ich, wie gesagt, schon auf, habe ich versucht, den Weg des Herrn zu gehen. Meine Kollegen habe ich denen gesagt gehabt, ja, hey, pass auf, aber ich versuche, den Weg des Herrn zu gehen und es gibt gewisse Dinge, die kann ich nicht mehr machen und kann dort und hier auch nicht mehr hingehen und sowas alles. Und sie haben das alle respektiert. Und wie gesagt, mein Geburtstag kam, sie kamen alle, wir haben uns dahin gesetzt, haben viel über den Glauben gesprochen, sehr viel über den Glauben gesprochen. Mein Cousin war auch da und hat auch so ein bisschen seine Sachen mitgeteilt, hier und da. Und danach, bevor er fahren wollte, bin ich mit ihm nach draußen gegangen und dann hat er mich dann eingeladen zu einem Jugendtag und habe dann diesen Jugendtag auch angenommen, habe gesagt gehabt, ja, okay, ich versuche zu kommen. In meinem Herzen war irgendwie so die ganze Zeit dieser so ein Gedanke gewesen, dass ich mir gesagt habe, sollst du wirklich da hingehen? So ein Samstag, so früh morgens. Würdest du lieber schlafen? Aber wie der Herr die Dinge nun mal so führt, ist es dann dazu gekommen, dass ich dann aufgewacht bin und dorthin gegangen bin. Obwohl mein Cousin mir gesagt hatte, er wird an dem Tag wahrscheinlich nicht da sein. Aber es kam mir direkt der Gedanke, du gehst da nicht hin wegen deinem Cousin. Weil das ist direkt der falsche Gedanke zu sagen, ja, mein Cousin geht nicht hin, deswegen gehe ich auch nicht hin, weil ich habe dann sonst niemanden, mit dem ich reden kann. Du gehst dahin für den Herrn, beziehungsweise du bist eingeladen worden und du machst das für den Herrn. So. Und muss ich vorstellen, zu diesem Zeitpunkt war die Disziplin noch nicht wirklich da, aber es war eine Sache, die der Herr mich schon von vornherein gelehrt hatte. Du machst das nicht für irgendeinen, sondern machst das für dich und für den Herrn sozusagen, aber auch für dich selber, weil du nimmst daraus was mit. Dann bin ich aufgewacht an dem Samstag, bin dorthin gegangen zu dem Jugendtreff, habe die Tür aufgemacht und ich weiß noch, vor der Tür habe ich mir noch gedacht, boah, ich muss dann suchen, wo werde ich mich hinsetzen und so viele Menschen und dann gucken alle auf dich. Und ich bin auch nicht zu spät gekommen, aber ich dachte mir schon, bestimmt wird der Raum komplett rappelvoll sein. Bin dort reingegangen und sah dann auf einmal 6 oder 5 Personen und war erstmal okay, gut. Wir wissen alle, dass Afrikaner gerne mal ein bisschen zu spät kommen. Also warten wir mal, was kommt. Ich habe gewartet und gewartet und ich bin reingekommen, da waren sie gerade am Singen gewesen, die Geschwister. Und ich dachte mir, okay, was ist denn hier los? Die Zeit lief und lief und irgendwann haben wir angefangen und es kamen noch ein paar mehr Leute dazu, aber nicht mehr, also
man könnte, wir würden jetzt sagen, nicht mehr sehr viele. So, weil von der Anzahl her waren es auch nicht viele. Aber was mir aufgefallen ist, ich habe da jemanden gesehen gehabt, den ich noch von früher kannte. Einen Bruder, den ich heute meinen Bruder nenne, den ich von früher kannte. Und ich wusste auch, er hat Dinge gemacht. Ich bin, habe mich da hingesetzt, dann hat er uns eben geleitet, wie er eben das Ganze leitet, seine Gemeinde leitet. Und dann war alles vorbei. Und dann habe ich noch ein relativ langes Gespräch geführt mit den Geschwistern. Und dann haben wir ein bisschen erzählt, wie es dazu gekommen ist und. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte mir nur so, okay, den Bruder, den ich da gesehen habe, oder die Person, die ich da gesehen habe, ich weiß, wie der ist. Das erscheint mir alles nicht ganz sauber. Aber ich habe mich dem nicht direkt verschlossen. Und habe dann weiter versucht, den Weg des Herrn zu gehen. Und dann kamen auch wieder Treffen, Jugendtreffen, und ich bin wieder hingegangen und merkte einfach aber auch, wie die Personen dort sind. Der Herr hat es relativ schnell offenbart, mit was für Leuten ich es zu tun habe, und zwar, dass ich es richtig ernst meine. Und vor allem auch in dem, was gelehrt worden ist. Das war das, was mich persönlich am meisten geschockt hatte, am meisten berührt hatte, weil es diese Message, die ich bekommen habe, war nicht die gleiche Message, wie ich sie immer bekommen hatte, über die Jahre hinweg. Ich habe erst mit dem Alter erst richtig zugehört, was gepredigt worden ist. Und die Predigten waren ja auch nicht schlecht, weil es wurden ja auch nicht aus irgendeinem Roman genommen, sondern es waren aus dem Buch, aus der Bibel genommen worden. Aber es war eine andere Art von Predigt. Es war keine spektakuläre Predigt, es war eine Predigt, die einen einfach die Wahrheit gesagt hat. Geradeaus ins Gesicht die Wahrheit gesagt hat. Und das ist mir sofort aufgefallen, dass Dinge angesprochen worden sind, die so in den Gemeinden nicht angesprochen werden. Und das ist das Evangelium, was den Menschen letztendlich dann auch verändert. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, das war etwas, was mir sofort aufgefallen ist. Und habe dann, wie gesagt, in einem weiteren Jugendtreffen teilgenommen. Und ich bin ein Mensch von vielen Fragen. Ich bin ein Mensch, der sehr viel nachdenkt über die Dinge und versucht, die Dinge immer logisch zu verstehen. Aber die Dinge ergeben einfach nicht immer so einen Sinn. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Es gibt, der Herr hat eine andere Intelligenz als wir. So, seine Intelligenz ist unendlich. Wir haben eine begrenzte Intelligenz. Wir können nur in begrenzten Zeiten denken. Der Herr denkt in Unendlichkeit. Was für uns Menschen dann irgendwie keinen Sinn macht, weil wir Anfang und Ende brauchen. Und für mich müssen die Dinge auch immer so einen gewissen Sinn ergeben. Aber in dem Falle, ja, war es einfach so gewesen, dass ich das akzeptieren musste. Dass gewisse Fragen einfach nicht in logischer menschlicher Weise, nicht zu beantworten sind. Ja, ich habe viele Fragen gestellt, sehr viele Fragen gestellt. Die Fragen wurden mir beantwortet, ehrlich beantwortet. Fragen über das Wort und. Und dann kam irgendwann Corona und dann haben wir online über Skype viele Treffen gemacht, Bibellehre gemacht. Und über die Bibellehre, auch eine sehr wichtige Sache für mich, habe ich sehr viel gelernt gehabt. Habe versucht zu wachsen und das hat dann in einem drin so gebrannt, dass man das Ganze, was man eben bekommen hat, auch weitergibt. Merkt aber auch, wie ich mich selber verändert habe, wie ich anfing, Entscheidungen zu treffen, wie ich anfing, einfach anders zu denken, anders zu handeln. Dazu gibt es auch einen ganz, ganz interessanten Vers, beziehungsweise der Vers ist für mich persönlich eines der Verse, die mich sehr, sehr prägen. Der Vers ist bei Apostelgeschichte. Nicht Apostelgeschichte. Genau, 2. Korinther. 2. Korinther, Kapitel 5, kann man eigentlich den 17. Vers nehmen. Das ist der Vers, der bei mir persönlich sehr, sehr hängen bleibt. Und
ich glaube, mein ganzes Leben bis zu meinem Tode mich, ich wollte gerade sagen, verfolgen, aber mich begleiten wird. Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist für mich persönlich ein Vers, der, den ich niemals vergessen werde. Weil er für mich einfach alles sagt, was... Das ist für mich ein Indiz für einen Menschen, der zum Herrn gefunden hat. Menschen verändern sich ja in gewissen Dingen. Aber hier ist die Rede von einer neuen Schöpfung. Nicht von einer teilneuen Schöpfung oder von einer halb- oder von einer dreiviertelneuen Schöpfung, sondern von einem, hier ist einfach neu gesagt. Du bist eine neue Kreatur. Du bist komplett neu. Du bist nicht mehr der Alte. Du bist nicht mehr der Alte. Und das ist für mich persönlich eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Zu erkennen und zu sehen, dass man eine neue Kreatur ist. Man ist nicht mehr der Alte. Und man selber merkt es auch, dass man nicht mehr der Alte ist und dass man neu wird. Ich bin eine neue Kreatur geworden, oder der Herr hat mich transformiert, weil das ist ein Prozess, der geht ja immer weiter bis zum Tode. Aber man merkte auch, dass man einfach anders wird. Und auch die Familie merkte, dass man anders wird. Man brannte und brennt danach, nach den Dingen des Herrn weiterzugeben an die Familie. Und das war das erste Mal, dass ich dann gemerkt habe, dass man die Dinge einfach anders sieht. Dass es einen Unterschied gibt zwischen Glauben und Religiosität. Oder vielleicht auch Tradition. Aber wenn man das auch so bezeichnen kann, das merkte ich das erste Mal. Man hat viele Dinge mitgeteilt, aber viele Dinge wurden nicht verstanden. In gewissen Punkten ist man zu radikal rübergekommen, weil man die Dinge so geradeaus ausgesprochen hat. Ihr müsst wissen, dass ich eine Person war früher. Ich bin generell eine lebensfrohe Person. Bin aber eine Person, die halt immer so den Mund gehalten hat und die Dinge einfach über sich hätte gehen lassen und wollte keinen Konflikt, deswegen einfach den Mund halten und nicht sagen. Und einfach drüber hinweglachen, so, ich lache halt sehr gerne. Aber auf einmal änderte sich das und ich fing an, Dinge auszusprechen und das immer wieder. Man würde gut Deutsch sagen, ich bin immer dorthin gegangen, wo es weh tut. Und das nicht nur einmal, sondern halt mehrfach. Nicht auf eine respektlose Art und Weise, aber ich habe den Finger in die Wunde gelegt. Ich habe immer die Dinge ausgesprochen. Und es ist eine Sache, die der Herr mir bis heute immer wieder ans Herz legt. Beziehungsweise wo er mich transformiert hat. Ich spreche die Dinge geradeaus aus. Auch wenn ich weiß, dass es dem einen vielleicht nicht gefallen mag, aber ich kann es nicht mehr kaschieren. Ich kann es nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. In Bezug auf mich selber, wo ich zu den Menschen ehrlich bin, wo ich zu euch ehrlich bin und sage, dass man in der Unzucht gelebt hat, dass man sehr, sehr viel geklaut hat. Ich habe meine eigene Familie beklaut, sehr viel beklaut. Ich habe in der Pornografie war ich drin, masturbiert ohne Ende. Und das war ein Riesenproblem, was ich nicht in den Griff bekommen habe. Ich habe es nicht in den Griff bekommen. Für mich war das klar, du wirst das bis zu deinem Tode. Vielleicht wird sich das ändern, wenn du eine Familie hast, aber es wird sich, bevor du deine Partnerin findest und eine Familie gründest, wirst du das nicht in den Griff bekommen. Und dann fing der Herr einfach an, Dinge zu tun, wo ich mir selber gesagt habe, das ist für mich immer so das Zeichen dafür, dass der Herr wirklich lebendig ist, weil er mich da von einer Sklaverei rausgeholt hat, die Sklaverei der Pornografie, die so viele Jugendliche fesselt und wo sie denken, ich kann davon nicht wegkommen, es geht einfach nicht. Und der Herr hat es tatsächlich, und das mit einem Fingerschnipsen hat er das weggenommen. Es war ein Prozess, ich will euch da nicht anlügen, es war ein Prozess gewesen. Es ist immer wieder passiert. Ich habe mit Geschwistern darüber gesprochen gehabt und habe ihnen gesagt gehabt, es ist wieder passiert und so. Und sie haben gesagt gehabt, du
weißt, was die Wahrheit ist. Oder beziehungsweise die Person, der ich das mitgeteilt habe, hat gesagt, du weißt, was die Wahrheit ist. Und das ist eine Entscheidung, die du triffst zu machen. Das ist eine Entscheidung. Man kann nicht sagen, ja, es war ein Ausrutscher. Nein, du wusstest, dass es falsch ist. Du hast den Gedanken zugelassen, den Gedanken weitergeführt und hast den Gedanken zur Aktion gebracht. So. Tu Buße und kehr um. Weil das ist das, was die Bibel uns sagt. Tu Buße und kehr um. Wir müssen jedes Mal Buße tun und umkehren. Und auch in der Hinsicht war es ein Prozess, aber der Herr hat es möglich gemacht. Und das kann ich euch als Jugendliche, vielleicht auch im Erwachsenenalter, ich weiß es nicht, wo ihr gerade steht, aber es ist möglich, von den Sünden, wo ihr denkt, ihr werdet niemals von wegkommen. Und es wird ein Kampf bleiben, weil der Teufel kennt uns. Er weiß ganz genau, wo eure Achillesferse ist. Er weiß es. Er weiß, wo sie ist. Er weiß, wo euch wehtun kann. Aber es ist möglich, dass der Herr aus dieser Sklaverei euch da rausholt. Weil er ein Herr ist, der allmächtig ist. Ja. Wie gesagt, ich habe die Lehre bekommen. Und die Lehre hat immer weiter transformiert, immer weiter. Ich habe Dinge gelernt, die ich ganz anders bekommen hatte in der Vergangenheit. Von den Gemeinden ganz anders gelehrt bekommen habe, habe ich dann zum ersten Mal biblisch gelehrt bekommen mit dem Wort. Und dann war ich schockiert über wie viele Sachen in der Bibel ganz anders stehen, als man das so mündlich bekommt. Wie viele Dinge anders gelehrt werden von Menschen, die deklarieren, vom Herrn zu sein und den Menschen aber nur eine halbe Wahrheit erzählen oder dreiviertel Wahrheit erzählen oder gar keine Wahrheit erzählen. Es war schockierend für mich. Aber der Herr ist treu und der Herr hat uns sein Wort gegeben, damit wir damit arbeiten. Wie er in seinem Wort sagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es steht, aber da sagt er, ihr seid aufgebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten. Auf dem Fundament sind wir aufgebaut. Aber wir dieses Fundament aber nicht kennen, da werden immer Leute kommen und uns ein anderes Fundament hinlegen. Und das soll nicht sein. Wir haben das Wort nicht umsonst bekommen, sondern wir haben das Wort bekommen, damit wir damit arbeiten, damit wir es vor allem auch umsetzen. Seid nicht Übertreter, sondern Täter des Gesetzes, wie der Herr sagt in seinem Wort. Und der hat mich zum Täter seines Gesetzes gemacht, dass ich sein Gesetz umsetze. Dahin hat er mich transformiert. Und dann transformiert er all seine Kinder. Ich habe, wie gesagt, gewisse Dinge anders Hand gehabt, habe aber auch Dinge falsch gemacht, weil ich dann die Dinge anfing, auf meine eigene Art und Weise zu interpretieren, bin dann auf meine eigene Art und Weise radikal geworden, indem ich dann anfing, teilweise meine muslimischen Freunde, oder in dem Fall Kollege, mein damaliger bester Freund, habe ich dann angefangen, auf der Grundlage der Bibel zu belehren. Aber das funktioniert halt nicht, weil er ein anderes Fundament hat. Das sind all diese Dinge, die ich halt erstmal verstehen musste. Ich habe viel diskutiert mit Leuten, bevor man mir dann gesagt hat, ey, pass auf, du sollst nicht diskutieren, das führt zu nichts. Diskutier nicht. Teile mit den Menschen. Teile ihnen mit, was das Wort sagt. Aber wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Wenn Diskussionen anfangen, dann geht es nicht mehr ums Teilen. Es geht nur darum, das andere Argument zu widerlegen. Und das ist nicht der Sinn und Zweck, weswegen die Bibel gemacht worden ist. All diese Dinge musste ich erstmal lernen. Die Lehre habe ich bekommen und habe mich dann auch taufen lassen. Und auch der Weg zur Taufe, ich war schon getauft, ne, in der Art und Weise, wie es die meisten sind. Also keine Kindertaufe so, aber getauft in der Kirche damals, in der Gemeinde, wo ich gegangen bin. Aber es hat sich nichts geändert. Es blieb alles immer das Gleiche. Ich wurde keine neue Kreatur. Ich bin immer der Gleiche geblieben. Bevor ich mich bekehrt habe, bin zur Gemeinde gefahren, habe meine weltliche Musik gehört, Hip-Hop und R&B, aber eigentlich hauptsächlich Hip-Hop habe ich viel gehört. Habe aber auch vor allem diese ganzen Dinge mir oft angehört von Rappern, die viel Perverses gerappt haben, weil in den meisten Fällen tun die auch eigentlich hauptsächlich das.
hab sich das angehört. Und man kann sagen, was man will, aber diese Musik beeinflusst einen Menschen einfach. Sie beeinflusst einen in vielerlei Hinsichten. Das kann man nicht leugnen. Man kann viele meinen zu sagen, dass es nicht so ist und dass sie die Musik hören, aber trotzdem ist sie nicht beeinflusst, sondern sie ist einfach nur hören und jede Musik preist ja den Herrn, aber so ist es nicht. Da muss man ehrlich zu sich selber sein, so ist es nicht. Die Musik beeinflusst einen Menschen und die Musik hat mich beeinflusst, hat mich mehr und mehr in diese Richtung getrieben, in diese Unzucht reinzurutschen. Mehr und mehr. Und das ist auch passiert. Wie gesagt, der Herr hat mich davon freigemacht. Hab mich aber selber auch dahin gebracht, immer wieder aufs Neue, in der Vergangenheit. Und deswegen ist für mich auch so, ist bei mir auch so ein abrupter, radikaler Schnitt gekommen dieser Musik, dass ich die Musik einfach komplett gelassen habe, ohne teilweise damit aufzuhören, habe ich das komplett weggecuttet. Ja, alles durch die Gnade des Herrn. Wie gesagt, habe ich taufen lassen. Und ja, auch der Weg zur Taufe war halt kein leichter gewesen. Also ich habe es einfach mal gemacht, ohne meiner Familie Bescheid zu geben, ohne meine Eltern Bescheid zu geben. Und sie wussten, ich war schon getauft, habe ich nochmal taufen lassen. Und es gab dann auch, war dann auch nicht für sie gut anzuhören gewesen, um in Kurzfassung zu sagen. Aber es war eine Entscheidung, die ich getroffen habe und treffen wollte. Und ich habe sie getroffen und habe es gemacht. Und es war für mich auch sehr, sehr wichtig. Ja, und man wird immer weiter gelehrt, wird immer weiter Dinge bekommen. Und vor allem aber auch zu dem Punkt mit dem Kirchengang in die Gemeinde gehen. Da habe ich, da ist auch ein Vers, der für mich auch sehr, sehr wichtig ist. Das ist bei Apostelgeschichte 7:48. Kann man eigentlich 48 bis 50 lesen. Also Apostelgeschichte 7, Vers 48. Doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Das ist eine Sache, die mir immer gelehrt worden ist. Ich erinnere mich daran, dass mal gesagt worden ist zu mir. Ich glaube, das war, nachdem ich mich dann gesagt habe, ich will mich bekehren, da wurde mir gesagt, du musst in die Gemeinde gehen, du musst in die Kirche gehen. Weil wenn du stirbst und du zum Herrn gehst, dann wird er dich fragen, in welche Gemeinde bist du gegangen, in welche Kirche bist du gegangen. Was willst du ihm dann antworten? Du musst in eine Kirche gehen, weil sonst, das ist nämlich wichtig, das ist eines der, in Anführungszeichen, Bausteine des Glaubens. Das musst du machen. Und deswegen habe ich dann auch noch mal mehr diesen Elan gehabt, in die Kirche zu gehen. Aber dann sehen wir im Wort, deswegen, wie gesagt, es gibt Dinge, die einem mitgeteilt werden, wo du aber dann, wenn du das Wort in die Hand nimmst, dann siehst du, dass dann was ganz anderes ist. Unser Körper ist zum Tempel des Heiligen Geistes geworden. Ich meine, das steht eben vom Korinther. 1. Korinther, glaube ich. Unser Körper ist zum Tempel des Heiligen Geistes geworden. Wir als einzelne Körperteile, jeder einzelne Mensch, wir bilden die Gemeinde, nicht das Gebäude. Die Menschen haben das Gefühl oder denken, wenn sie ins Gebäude gehen, dann werden sie heiliger, sauberer. Aber das Gebäude ist ein Gebäude. Wie kann dieses Gebäude dich sauber machen, dich reinmachen, dich heiligen? Das funktioniert nicht. Und das ist eine Sache, die für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, zu erwähnen. Ich habe auch immer gedacht gehabt, in der Kirche werde ich mich bekehren. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, ich war in meinem Zimmer. Ich war in meinem Zimmer und hier in meinem Zimmer habe ich den Herrn kennengelernt. Das war nicht so, dass ich in irgendeine Gemeinde, Kirche gegangen bin oder irgendjemand gesagt hat, bekehr dich. Nein. Der Herr hat zu mir gesprochen. Der Herr spricht, und zwar bis heute. Wir sagen jedes Mal, der Herr ist der gleiche. Gestern, heute und in Ewigkeit. Aber glauben wir das wirklich, ist die Frage. Bis zu dem Zeitpunkt da, als er zu mir gesprochen hat, ich alleine mit ihm war, bis zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht wirklich geglaubt. Aber der hat gezeigt, dass er der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Das Kirchengebäude wird keinen Menschen retten.
Er wird, würde ich nicht fragen, welche Kirche bist du gegangen? Bist du in die baptistische, evangelische, katholische, was auch immer gegangen? Welche Konfession hast du gehabt? Das sind Fragen, das sind Dinge, die diese Welt einen lehrt, die keinerlei Bezug haben zum Evangelium. Null. Das muss den Menschen bewusst sein. Das sind Dinge, die ich mir auch nicht bewusst waren, die ich auch lernen musste. Und ich habe noch, ich sage mir immer selber, ich habe noch immens viel zu lernen. Sehr, sehr viel zu lernen. Viele, viele Dinge verstehe ich noch nicht. Es gibt viele Dinge, die ich, also nicht verstehen heißt, ich habe noch nicht, diese Dinge sind mir einfach noch nicht so ganz bewusst. Weil, dass ich das nicht verstehe, heißt nicht, dass ich nicht daran glaube. Ich glaube an das, was das Wort mir sagt. Ich prüfe die Dinge selber, auch ein wichtiger Punkt, den der Herr mich gelehrt hat. Ich prüfe die Dinge nach dem Wort und lasse mich vom Herrn dann leiten. So denke ich, aus meiner eigenen Intelligenz zu verstehen, dann versuche oder lasse mich immer vom Herrn leiten, dass der Herr mir die Dinge erklärt, dass ich das verstehen mag. Weil wir haben die Möglichkeit bekommen, mit unserem Vater und mit unserem älteren Bruder Joshua zu sprechen, Jesus Christus, mit ihm zu sprechen. Wir haben die Vollmacht bekommen. In der Vergangenheit war es nicht so. In der Vergangenheit war es immer, musste man immer über irgendeinen anderen Weg gehen. Und das behalten sich die Leute weiter vor. Oder beziehungsweise behalten sich die Leute weiterhin. Ich muss über den Pastor, über den Propheten, über jenes gehen. Aber so funktioniert das nicht mehr. Wir können direkt zu ihm hingehen und ihm die Frage stellen, Herr, existierst du? Dann zeig dich mir. Ich will verstehen, dass du existierst. Ich will erleben, dass du existierst. Wir haben diese Möglichkeit bekommen. Der Herr offenbart sich dem einen oder anderen, so wie er es will. Das ist eine Sache, die wir auch nicht vergessen dürfen. All diese Dinge, die ich gerade so mitteile, das musste ich alles erstmal lernen. All diese Dinge. Dies sind keine Dinge, die ich von vornherein wusste. Das sind Dinge, die ich gelernt habe. Und deswegen bin ich auch dankbar um die Geschwister, um die wahren Geschwister im Herrn, die mir auf diesem Weg geholfen haben, wo der Herr sie genutzt hat, weil die Ehre gebührt immer den Herrn primär, auf alle Fälle. Wir sagen immer den Herrn Danke. Wir müssen aber auch dankbar sein für die Geschwister, für diejenigen, die der Herr uns an die Seite legt, die uns helfen, die Dinge zu verstehen, die der Herr nutzt, seine Instrumente, weil wir sind alle nur leere Instrumente, für die der Herr nutzt, um uns zu lehren. Für die sollen wir auch dankbar sein. Weil auch da sieht man dann, hab ich gelernt gehabt, dass der Kreis des Herrn ist, der ist klein. Der Herr, als ich reingekommen bin, in diesen ersten Jugendtag, als ich alleine hingefahren bin, das war sozusagen das erste Mal, dass der Herr mir gezeigt hat, pass auf, mir geht es nicht um die Quantität, mir geht es um die Qualität. Die Qualität spielt für den Herrn eine Rolle. Und all diese Dinge haben mich geprägt, haben mich gelehrt. Der hat mich über vielerlei Dinge gelehrt, über viele Dinge. Über viele Stationen hat er mich gelehrt. Und das tut er letztendlich auch mit jedem seiner Kinder. Er lehrt einen über vielerlei Stationen, über viele Dinge, über die du gehen musst. Ich habe in dieser Zeit, war ich im Gebet und im Wort, ich habe die Bibel aufgefressen. Ich habe gesucht und gelesen und ich weiß gar nicht, ich habe so viele Dinge aufgeschrieben, ich habe ein ganzes Heft voll geschrieben, weil ich so gehungert habe nach dem Wort und ist letztendlich immer noch, wir müssen immer hungern, zu jeder Zeit, aber diesen Anfangselan, das ist unfassbar, um auch zum Ende zu kommen, das Ganze ist, es ist wichtig, dass man sich dem bewusst ist, dass man auch im jungen Alter den Weg des Herrn gehen kann. Auch im jungen Alter. Ich bin erst, würde ich sagen, 26, klar, ich werde irgendwann 30, aber es sind noch ein paar Jahre vor mir, bis ich 30 werde. Ich bin 26, mit 23 habe ich den Herrn kennengelernt. Und es ist möglich, seinen Weg des Herrn zu gehen. Mögen wir uns nicht, vor allem auch die Jugend, sich nicht entmutigen lassen, weil die Kollegen oder der Freund oder die Freundin sagt, ja, aber es ist ja nicht so schlimm, ja, aber du übertreibst jetzt, ja, aber und. Das muss ich mir alles auch anhören. Aber der hat mir jedes Mal aufs Neue gesagt gehabt,
höre nicht darauf, was sie die ganze Zeit sagen. Denn sie werden dich nicht weiterschieben wollen auf deinem Weg. Das ist einfach so. Die werden das vielleicht respektieren, aber da gibt es Punkte, wo sie sagen werden, du übertreibst. Und wenn du dann darauf hörst, dann wirst du relativ schnell, Stück für Stück, immer mehr und mehr wieder auf den Weg der Welt gehen und nicht mehr auf den Weg des Herrn. Deswegen sei die Jugend ermutigt, beziehungsweise möchte ich die Jugend ermutigen, den Weg des Herrn zu gehen. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Eine kleine Sache noch dazu. In der Vergangenheit, bevor ich mich bekehrt hatte, hatte ich mal manchmal so Momente gehabt, wo ich dann da saß und von jetzt auf gleich, wirklich abrupt, hatte ich so ein trauriges Gefühl einfach. Da war ich traurig, aber ich wusste nicht, warum ich traurig bin. Einfach, ich war einfach traurig. Ich kann es mir nicht erklären, es gab keinen Grund dazu eigentlich, aber ich war einfach traurig. So, meine Laune war immer ganz unten und andere, vielleicht würde man beim Psychologen, würde es vielleicht als Depression oder als Weg zur Depression irgendwie diagnostizieren, weil ich hatte keine Depression gehabt. Aber vielleicht würde er sagen, das sind Anzeichen für eine Depression. Aber das war ab und zu so gekommen. Und seitdem ich den Herrn habe, weg. Es ist einfach weg. Ich habe dieses Gefühl einfach nicht mehr. Es ist einfach weg. Das ist eine Sache, die mir dann aufgefallen ist, irgendwann mit der Zeit, wo ich mir dachte, dieses Gefühl, was da ab und zu gekommen ist, ist einfach nicht mehr da. Es ist weg. Und das ist allein der Herr, der dieses Gefühl wegnimmt. Der nimmt das weg. Er nimmt es einfach weg. Und wenn du dieses Gefühl gerade verspürst, dann sei dir bewusst, wenn du den Herrn angenommen hast, wenn der Herr sich dir wirklich offenbart hat und du den Herrn, Weg des Herrn wirklich gehst und das wirklich ernsthaft dich gehst, der wird alles wegnehmen. Diese ganzen Lasten von diesem Druck, den man hat, irgendwie jemanden zu finden, einen Partner zu finden, dass man diesen Druck hat, ich muss ja irgendwie eine Arbeit finden, ein Studium, eine Ausbildung, was auch immer. Das sind alles Dinge, die er einfach so wegnimmt. Er übernimmt das für dich. Heißt nicht, dass man auf der faulen Haut sitzen soll und nichts mehr machen soll, weil das habe ich dann teilweise auch gemacht. Denn wie gesagt, ich musste vieles lernen. Aber der Herr nimmt das weg und nimmt diese Lasten weg. Du verspürst diesen Druck nicht mehr, weil diese Welt gibt dir diesen Druck. Du musst ein gutes Auto fahren, damit du eine Frau findest, damit du eine Familie gründen kannst. Du musst viel Geld machen, damit du abgesichert bist. Vielleicht bist du dann abgesichert auf dieser Erde. Du hast keine finanziellen Probleme mehr. Aber diese Absicherung im Himmelreich, die lässt sich nicht kaufen. Die lässt sich nicht kaufen. Das ist mein Zeugnis gewesen. Das ist mein Weg zum Herrn gewesen. Beziehungsweise mein immer noch laufender Weg, der zum Herrn führt, mehr und mehr. Und ich hoffe, dass ich euch damit ermutigen konnte und einen kleinen Einblick geben konnte, was alles im Herrn möglich ist. Wirklich, seid ermutigt. Derjenige, der das hört, derjenige, der sich vielleicht gerade schwach fühlt, der vielleicht gerade meint, er könnte den Weg des Herrn nicht gehen, weil der Kampf einfach zu stark ist. Der Herr ist da. Der Herr ist da und der Herr macht es möglich. Der Herr macht es möglich. Der Herr macht es wirklich möglich. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr es hört. Und möge der Herr gelobt sein für sein Wort in Ewigkeit.